Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier zur Auslosung des Turniers 14. Krombacher Ü40 Niedersachsenmeisterschaft. Wir freuen uns, dass Sie bei diesem Startschuss dabei sind. Die Auslosung ist letztlich die Grundlage für den Spielplan, der dann am 2.6. dann ausgespielt wird. Das ist sicherlich ein Turnier von großer überregionaler Resonanz und Bedeutung. Und insofern freuen wir uns, dass nicht nur Rot-Weiß Cuxhaven, sondern vor allen Dingen auch die Stadt Cuxhaven hier durch ihre Teilnahme, und da begrüße ich Sie sehr herzlich, Herr Bürgermeister Jote, und neben ihm sitzen den Vorsitzenden des Sportausschusses der Stadt Cuxhaven, Herrn Oliver Ebkin, dass Sie dabei sind, um dem auch der Bedeutung angemessen das Ganze zum Ausdruck zu bringen. Danke. Wir leiten daraus mal ab, dass das die Unterstützung der Stadt Cuxhaven ist für dieses Turnier. Dafür herzlichen Dank. Ferner begrüße ich vom Niedersächsischen Fußballverband ganz besonders Herrn Friedel Gerke, der auch für die Auslosung nachher federführend verantwortlich zeichnet. Und neben ihm sitzt Herr Königstein, der zum NFV-Orga-Team gehört. Und weil das Ganze ja überregional bewusst werden soll, müssen natürlich auch die Vertreter des Kreises Cuxhaven, nämlich einmal Herr Walter Kopf und Herr Stefan Mangels vom Kreis Cuxhaven NFV als Vorsitzender und Staffelleiter dabei sein. Herzlich willkommen, dass Sie uns hier die Ehre erweisen. Danke dafür. Und last but not least begrüße ich die Vertreter der Presse. Jan, herzlich willkommen. Und hinter der Kamera, wenn es denn schon live ist, Kai Schmidtke, der auf Facebook das Ganze dann live überträgt. Seien Sie sich also dessen bewusst. Also all is watching you. Also aufpassen, was man sagt oder besser gesagt nicht sagt. So, Rot-Weiß Cuxhaven ist stolz darauf, dieses renommierte Turnier zur Durchführung erhalten zu haben. Dies ist ein Turnier weit über die Region hinaus, was sicherlich eine gute Gelegenheit ist, auch für die Stadt, aber auch Rot-Weiß Cuxhaven im Lande Niedersachsen erneut mit positiven Botschaften dort aufzuwarten. Wir sind uns durchaus bewusst, dass es ein glücklicher Umstand war. Das Window of Opportunity war nur ganz kurz. Durch die Rückgabe eines Mandates sind wir dazu gekommen, diese Veranstaltung letztlich zu bekommen. Viele Faktoren waren dafür ausschlaggebend. Unter anderem waren es auch persönliche Beziehungen. Unser Freund Schorsch hat da sicherlich einen Beitrag zu geleistet. Aber natürlich sind es keinesfalls persönliche Beziehungen, die solch eine Vergabe beeinflussen, sondern es sind harte Fakten. Und das sind letztlich gute Sportanlagen. Das sind gute strukturelle und organisatorische Rahmenbedingungen. Exemplarisch sei hier eben genannt die Unterstützung der Stadt Cuxhaven. Es sind gute Organisationsgrundlagen geschaffen, ein engagiertes Organisationsteam an der Spitze mit unserem stellvertretenden Vorsitzenden Ralf Kaspar. Es sind viele engagierte und ehrenamtliche Helfer dabei, genauso wie die Vorzüge einer Kurstadt mit seinen gastronomischen Möglichkeiten nicht außer Acht bleiben sollten. Und nicht zuletzt sind es auch großzügige Sponsoren, ohne die eine solche Veranstaltung den berechtigten Ansprüchen eigentlich nicht gerecht werden kann. Wir sehen es heute bereits, Krombacher hat sich hier deutlich engagiert, auch im Namen kommt das ja sehr deutlich zum Ausdruck, aber auch, dass wir in den Räumlichkeiten des Hafenhostels diese Auslösung
durchführen dürfen, ist Beweis dafür, wie stark sich große Sponsoren engagieren. Aber wir haben am Tage der Durchführung durchaus auch viele Unterstützung aus dem regionalen Raum. Alles zusammen sind es gute Gründe, dass Rot-Weiß Cuxhaven dem Turnier mit Spannung, aber auch mit Gelassenheit entgegensehen kann. Wir werden uns bemühen, dem Vertrauen, das man an uns gesetzt hat, durch die Mandatsvergabe gerecht zu werden. Wir wissen um die Herausforderung und freuen uns dennoch darauf, eine derart prominente Veranstaltung ausrichten zu dürfen. Dazu heute der Startschuss durch die Auslosung, die maßgeblich und verantwortlich von dem NFV-Orga-Team durchgeführt wird. Dazu übergebe ich das Zepter an Herrn Friedel Gierke und seine Mannschaft. Nicht ohne vorher jedoch ganz besonders unsere Glücksfee begrüßen zu dürfen. Also Frau Lena Wölkens wird heute hier die Verantwortung übernehmen über das, wie die Spielpaarung letztendlich aussehen werden. Sie weiß aus ihrer eigenen aktiven Laufbahn als ehemalige Auswahlspielerin vom NFV und Teilnehmerin an zahlreichen Landes-, Norddeutschen und Deutschen Meisterschaften im Fußball sehr genau, was das bedeutet, ob man nun ein wenig Losglück hat oder mitunter Lospech. Aber ich wünsche Ihnen eine glückliche Hand, dass alle am Schluss herzlich zufrieden sind. Lassen Sie mich noch eine organisatorische Ansage machen. Wir werden noch nicht mit dem Hauptakt beginnen, sondern sozusagen als Vorspiel die Auslosung für die Ü32, aber gleicher Name, Krombacher Niedersachsenmeisterschaft, durchführen. Das wird etwa 5 bis 8 Minuten in Anspruch nehmen, sagen wir rund 10. Und dann werden wir eine kurze Pause machen. Es wird umgebaut und dann beginnen wir eigentlich mit dem, was wir uns heute hier vorgenommen haben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, dann übernehme ich mal den sogenannten Staffelstab. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Lena, herzlichen Dank, dass du dich hier zur Verfügung stellst für die sogenannten alten Säcke. Ü-Fußballer werden ja landläufig so bezeichnet. Dabei darf man ja nie vergessen, dass man irgendwann ja selber mal im Ü-Bereich landen könnte, weil das gibt es bei den Damen mittlerweile auch, Ü35. Also schön, dass du das hier gleich mitmachen wirst. Und ganz besonders freue ich mich über die Teilnahme des nächsten Ausrichters, SG Wörpetal, TuS Darmstadt, die den Weg hier hergefunden haben. Und ich habe gehört, ein Sportkamerad vom VfL Wolfsburg, ebenfalls herzlich willkommen. Damit war nicht unbedingt zu rechnen. Dankeschön. Das ist eine tolle Geschichte. Ja, wir wollen jetzt nicht große Worte verlieren. Es ist bereits die U32-Auslosung angeschlagen. Die wollen wir jetzt mit Lena hier durchführen. Dann darf ich Lena hier nach vorne bitten. Ich wollte aber den Rot-Weiß-Kuxler noch eine Anmerkung bringen zur sportlichen Motivation. Bislang, meine lieben Sportkameraden, habt ihr euch noch nicht viel Beine ausgerissen. Ihr steht in der ewigen Tabelle der U32-Meisterschaften seit 1988. Auf Platz 121 von 206 Mannschaften. Ü40, Fehlanzeige, da könnt ihr nächstes Jahr nachbessern. Ich lasse mich überraschen. Und in der Halle habt ihr eine Teilnahme, da belegt ihr immerhin den Platz 150 von 174. Ich finde, darauf hat die Öffentlichkeit ein Anrecht, das zu erfahren. Das ist der Verantwortliche von der Mannschaft. So. Letztes Wort, ich bedanke mich bei meinen Sportkameraden Schorsch Eppken und Hermann Brenner, den ich schon viele, viele Jahre kenne. Schorsch über den aktiven Fußball, Hermann habe ich leider nicht mehr. Zeit seiner aktiven Laufbahn habe ich mir einiges von Kameraden angehört, was das für ein guter Fußballer war. Aber er ist hier ja auch zig Jahre Kreisspielausschussvorsitzender gewesen und dann trafen wir uns immer jedes Jahr, zumindest am Anfang in Basinghausen. Hermann, schön, dass du immer noch fit und rüstig bist, um diese Sachen hier mit uns mit anzugehen. So, Lena, wir hatten uns ja schon kurz verständigt. Wir ziehen jetzt hier raus nacheinander 4 Filmdosen, damit arbeiten wir seit 30 Jahren,
die gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr. Und wenn du die umdrehst, steht da ja die Abkürzung für einen Bezirksnamen. Und wir bringen jetzt die Bezirke in ein Ranking und danach die Mannschaften jeweils nach diesem Ranking hier reinzulegen. Wer das nicht verstanden hat, ist nicht schlimm, das erklärt sich von alleine gleich. Also jetzt mal bitte das Ranking für die Bezirke nacheinander. Und da steht jetzt H drauf, Hannover. Hier abstellen. Hannover wäre der erste Bezirk, den wir gleich reinlegen. Der zweite Bezirk ist Lüneburg. Lüneburg. Und dann der dritte Bezirk ist Braunschweig. Naja, dann bleibt ja nur noch einer übrig. Weser-Ems. So. Also fangen wir jetzt mit Hannover an. Das sind nur noch zwei Vereine. Und parallel dazu, nach dem gezogenen Vereinsnamen, wird jeweils aus diesen vier Tellern der Platz für die Gruppe genommen. Hier geht es um Hannover, da fangen wir dann laut Ziehungsplan in der Gruppe B an. Also jetzt den Teller mit der B, hier ist A, B, C, D. Ne? Erst den Vereinsnamen. Das ist der TSV Krähenwinkel Kaltenweide. Das ist unsere Nummer 1 der letzten 10 Jahre. Dreimal Titelgewinner in Basinghausen gewesen. Und die spielen in der Gruppe B an Platz. B3. Krähenwinkel Kaltenweide B3. So. Die zweite Mannschaft aus Hannover kommt in die Gruppe D. Ja, das ist der SV Blau-Weiß Neuhof, das ist der amtierende deutsche U32-Vizemeister aus Hildesheim. Der spielt in der Gruppe Dora. An Dora 2. Deswegen bemühe ich mich laut zu sprechen. So, jetzt kommt dann als nächster Bezirk Lüneburg. Da haben wir eine Mannschaft mehr. Und das gleiche jetzt. Und da suchen wir die Mannschaft, die erste in der Gruppe A. Ja, das VfL Güldenstern Stade, das ist hier ein mehrfacher Bezirksmeister in unserem Bezirk Lüneburg, die sich im letzten Quali-Spiel mit 1-0 gegen Borsel Ludorf durchgesetzt hat in der Gruppe A. A3. Die zweite Mannschaft wird für die Gruppe C gesucht. So, das ist der Meister aus unserem Kreis FC Verden 04 für die Gruppe C. An C3. Ja, die letzte Mannschaft dann für die Gruppe D. Könnte dann sicher nur noch der TSV Siefern sein. Jawohl, aus Cuxhaven, TSV Siefern. Ja, das ist eine etablierte Mannschaft, die 32, 40, seit vielen, vielen Jahren viele Änderungen mitgemacht. Die Jungs wissen, wie es lang geht. Dora. Ja, B4. Jetzt kommt Braunschweig und ebenfalls drei Mannschaften. Und da fangen wir in der Gruppe A an. Gruppe A, die SG Mark Oldendorf Amelsen aus Nordheim-Einbeck. Gruppe A.
A2. Ja, die zweite Braunschweiger Mannschaft für die Gruppe B. SV Melverode Heidberg aus Braunschweig. In der Gruppe B. D4. Nee, was habe ich gesagt? So ein Quatsch. Das war falsch. Berger. Einen haben wir noch drin, ne? War richtig, D war richtig. B war richtig. D4. Jetzt die letzte Mannschaft für die Gruppe C. Ja, das ist der SC Heinberg aus Göttingen. Für die Gruppe C. C2. Dann haben wir nur noch ein C übrig. Das ist die Leser Hems. Da haben wir noch vier Mannschaften. Ja, und dann suchen wir für jede Gruppe noch eine Mannschaft. Angefangen mit A. Das ist der SV Vorwärts Nordhorn in der Gruppe A. Trollziehung. Ja. A4. Nächste für Gruppe B. Ja, das ist die SG Bramscher aus dem Emsland. Auch zum ersten Mal dabei. B2. Der dazu. Ja. Das suchen wir für die Gruppe C. Da ist der Bezirksmeister von Weser-Ems, der SC Winkum aus Kloppenburg. Gruppe C. C4. Ja, dann die letzte Mannschaft aus Weser-Ems für die Gruppe D. Aus dem Kreis Vechta, VfL Eute. D3. Ja, jetzt konntet ihr euch alle ein wenig auf den Modus einstellen, so wie das gleich weitergehen. Wir bereiten jetzt eben die Auslosung für die Ü40-Meisterschaft vor. Und bitte insofern noch ein paar Minuten Pause. Ja, was war A2? Ja, ich bin der Sack, Rollendorf, Ammel.